gerade frisch live eingeschaltet haben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag Ernährung und Faszien. Mein Name ist Bintu Cham, ich bin Diplom-Ökotrophologin, Ayurveda-Spezialistin, Masseurin und Diplom-Kosmetikerin und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, wir starten mit dem Thema Faszien, ein Thema, was in aller Munde ist, denn viele haben Probleme mit ihren Faszien. Ja? Wir wollen erstmal anschauen, was oder wozu brauche ich denn Faszien eigentlich? Was machen die eigentlich im Körper? Wo sitzen die eigentlich? Ja? Faszien sind ein reißfestes, elastisches Bindegewebe, das wie so ein Netz im gesamten Körper verteilt ist. Also man findet Faszien überall. Ja? Und diese Faszien im Rücken, im Po, in den Beinen, in den Füßen können, wenn sie nicht mehr ihre ursprüngliche Elastizität behalten, wirklich Schmerzen bereiten. Ja, und wir wollen heute lernen, was können wir machen, wenn wir diese Schmerzen haben. Optimal ist natürlich, wir sind so bewusst, dass wir die Schmerzen gar nicht erst bekommen. Aber wenn wir diese Schmerzen haben, was können wir dann machen über die Ernährung, über das Training? Da gehe ich nächste Woche auch nochmal drauf ein, bei Faszientraining. Was kann man da machen? Genau. Wie kann man mit dem Training die Ernährung und umgekehrt positiv beeinflussen? Heute schauen wir uns erstmal an, was sind die Faszien eigentlich, welche Funktion haben die im Körper? Das heißt, Faszien verbinden, sie geben Form und sie verleihen Stabilität im Körper. Ja? Also das heißt, wir brauchen wirklich dieses Gewebe, damit wir uns auch elastisch und leicht bewegen können. Dann ist es so, dass sie jeden Muskel umhüllen, jedes Organ, die Nerven, alles ist von Faszien umgeben. Ihr seht wirklich, es ist ein ganz, ganz wichtiges Netz und vor allen Dingen, dass dieses Netz auch über die Jahre weiterhin elastisch bleibt. Sonst kriegen wir nämlich arge Probleme. Ja? Dann ist es so, dass die Faszien in unterschiedlicher Dicke im Körper vorhanden sind. Es gibt ganz hauchfeine Faszien und dann gibt es auch richtig millimeterdicke Faszien, sodass wir wirklich auch unterschiedliche Muskelstrukturen haben durch die Umhüllung mit den Faszien. Ja? Dann ist es so, was haben die denn für Aufgaben? Als erstes trennen sie die Muskeln voneinander. Dann eine ganz wichtige Funktion, haben sie die Aufgabe, die Lymphflüssigkeit, die auch zwischen den Faszien ist, mit abzuleiten. Ja? Weil Bindegewebe hat auch immer eine Ableitungsfunktion, sonst staut sich das. Dann ist es wichtig, dass die Faszien, wie ich schon kurz angedeutet habe, ein Leben lang auch geschmeidig und beweglich bleiben. Und vor allen Dingen erzeugen sie Kraft durch Dehnspannung. Ja? Für diejenigen, die gerade neu eingeschaltet sind und für die, die auch vom letzten Vortrag noch dabei sind, es kamen eben auch noch ein paar Fragen. Wenn ihr noch zusätzliche Fragen habt, schreibt mir gerne. Es ist für mich schwierig, das jetzt live zu beantworten. Unter gesundessen@meridianspa.de. Dann antworte ich euch und da könnt ihr mir gerne Fragen stellen, wenn ihr sagt, Mensch, wie ist denn das damit? Kannst du das nochmal erklären? Ich antworte euch gerne. Das heißt, diese Faszien brauchen eine gewisse Umgebung, damit sie nicht verhärten und zusammenkleben. Ja? Und diese Verklebungen entstehen durch Bewegungsmangel. Viele von euch sind ja Meridian Spa und Fitness Mitglieder. Ich hoffe, ihr nutzt auch unser Angebot an Faszienkursen oder auch so, dass ihr regelmäßig euch bewegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn man sich zu wenig bewegt oder den ganzen Tag im Büro sitzt, in dieser Haltung, ja, das merke ich auch bei der Massage, hier oben, die Faszien sind oft sehr, sehr, sehr verspannt und das ist richtig schmerzhaft und führt auch zu starken Kopfschmerzen teilweise. Das heißt, diese Beweglichkeit ist ganz, ganz wichtig. Und die sollte auch ein Leben lang erhalten bleiben, damit das Fasziengewebe auch seine Ursprungsfunktion sozusagen beibehalten kann. Und die Schmerzen sind dann nicht nur im Rücken, im Nacken, in den Schultern, die können bis in die Beine gehen, die können bis in die Füße gehen. Also man kann, wenn man nichts macht, wirklich nur noch ein wandelndes Schmerzbündel werden. Und viele habe ich dann auf der Massagebank, die sagen, oh, knete einmal alles durch. Danach ist es auch besser, eine Zeit lang, weil natürlich der Körper, die Lymphe, alles von außen angeregt wird. Das merkt ihr auch nach dem Faszienkurs. Aber wenn man die Verklebung nicht auch über die Ernährung positiv beeinflusst, dann bleiben die da, werden wieder fest
Und das ist das, warum ihr dann immer wieder Schmerzen habt. Das heißt, man kann auch dort ganz viel von innen machen, dass die Faszien beweglich und nicht verkleben. Was ganz wichtig ist auch, dass wenn der Schmerzzustand länger anhält, das heißt chronisch wird, dass dann auch Sehnenreizung und Sehnenentzündung entstehen können, bis hin zu dem Zustand, dass Sehnen reißen. Denn wenn über die Ernährung oder zu viel Stress oder die falschen Getränke zu viel Giftstoffe nicht abgefiltert werden, durch falsche Lebensmittelkombination Giftstoffe nicht abgefiltert werden, die Organe überlastet sind, dann bleiben diese Verklebungen in den Geweben, in den Gelenken und fangen an, richtig so kleine Verhärtungen zu bilden. Und das ist das, was ihr merkt, wenn ihr mit der Faszienrolle über den Oberschenkel geht. Das tut nämlich richtig weh. Ja? Mit der Zeit wird das besser, aber am Anfang ist es für viele so, wo die sagen, boah, das ist ja wie eine Foltermethode. Ja? Man muss da aber einmal durch, damit das wieder weich wird. Man muss das richtig weich kneten. Ja? Und deswegen ist es natürlich besser, dass man gar nicht erst in diesen Zustand kommt. Aber wenn man zum Beispiel viel im Büro sitzt und dann abends auch keine Lust mehr hat, sich zu bewegen, kommt man ganz schnell rein in so eine Negativspirale und es wird immer fester. Die Sehnen und Muskeln, gerade im Halsbereich, werden immer steifer, bis hin dazu, dass viele ihren Kopf auch gar nicht mehr richtig bewegen können. Das sind alles die verhärteten, verklebten Faszien. Ja? Was passiert? Wir nehmen eine Schonhaltung ein. Ne? Viele gehen dann irgendwann noch so durch die Gegend. Und das sehe ich dann auch auf der Massagebank. Die liegen richtig mit so einem kleinen Rundrücken da. Und viele sind ganz erschrocken, wenn sie sich dann mal auf dem Foto sehen von der Seite und sagen, oh Gott, ich habe ja einen richtig kleinen Buckel. Das ist genau diese Schonhaltung, wenn die chronisch wird. Man zieht die Schultern hoch, man knickt ein. Ja? Dadurch werden auch die Verdauungsorgane gequetscht. Die Verdauung wird mit der Zeit auch negativ beeinträchtigt. Und die Ablagerungen können nicht mehr so gut gefiltert werden, denn die Leber, die Nieren, all die Organe sitzen ja in diesem Bereich und hinten, aber es wird alles gestaucht. Und dadurch werden Ausscheidungsprodukte, die nicht über die Organe ausgeschieden werden können, in den Geweben deponiert. Und das sind eben sehr gerne die Oberschenkel vor allen Dingen und die Unterschenkel. Weil der Körper versucht, die Stoffe immer weg vom Herzen und vom Gehirn zu deponieren. Und das sind auch die Stellen, wo man sagt, oh, ne? Oder Arme auch. Da sieht man dann oft auch nur so kleine Dellen. Das sind dann die Ablagerungen, die auch auf dem Fasziengewebe liegen. Ganz wichtig, dass wenn sich an einem Ort die Faszienstruktur verändert durch Verklebung, durch Verhärtung, hat das Auswirkungen auf den gesamten Körper, denn alle Faszienstränge sind, wie ich eingangs sagte, miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich unten verspannt bin, kann ich auch oben verspannt sein und umgekehrt. Das bedingt sich alles gegenseitig und oft ist der Schmerzzustand, den wir irgendwo spüren, nicht gleichzeitig die Ursache. Teilweise kommt es von wo ganz anders her. Und das habe ich sehr, sehr oft auch wieder in der Massage. Viele kommen und sagen, ich habe hier hinten richtig Schmerzen. Ich glaube, ich habe was mit dem Ischias. Ich sage, nee, das kommt von oben runter. Denn dort sind deine Faszien fest. Der Rückenstrecker zieht sich ja runter bis in den Po-Muskel. Das heißt, wenn ich oben lockere, ja, dann habe ich auch unten nicht mehr so viel Spannung drauf. Das sind so kleine Fallbeispiele, die ich immer mit einstreue aus der Praxis. Weil viele wirklich teilweise denken, sie haben Bandscheibenvorfall, weil das so weh tut. Und oft, wenn man oben lockert, ja, verschwindet der Schmerz. Da muss man noch nicht mal eine Spritze oder ein Medikament nehmen, einfach nur lockern und lösen. So, das sind die Grundlagen. Und das Bindegewebe enthält nicht nur die Faszien, sondern auch Blut- und Lymphgefäße. Und alle zusammen bewirken eine vernünftige Zirkulation im Körper, sodass sich Verklebungen gar nicht erst bilden können. Ja? Aber viele Menschen heute haben zu wenig Bewegung im Verhältnis, sodass der Körper nicht richtig arbeitet. Denn die Bewegung des Bindegewebes ist immer auf Muskeltätigkeit angewiesen. Das heißt, wenn ich starr sitze, ja, im Büro weniger aufstehe, deswegen mein Tipp immer auch mal im Büro sich zu strecken, aufzustehen, sich zu bewegen, mal mit dem Theraband ein bisschen was zu machen, 5 Minuten. Ja, dass man einfach aus dieser starren Haltung rauskommt, das bringt schon unwahrscheinlich viel. Und die Muskeltätigkeit ist, wie gesagt, wichtig, dass die Faszien immer in Bewegung bleiben. Und dann kommen wir zum Ernährungsaspekt. Wir können uns noch so gesund ernähren, mit ordentlich Vitaminen, Mineralstoffen,
und allem, was wir uns reinschmeißen, auch Nahrungsergänzungsmittel. Wenn die Faszien zu fest sind, wenn das Blut und die Lymphe nicht richtig fließen, dann werden die Stoffe nicht aufgenommen und die Fasern verhärten, denn sie brauchen ja Nährstoffe. Und wenn die Nährstoffe nicht durchkommen, weil die Fasern schon zu hart sind, dann bekomme ich irgendwann eine Nährstoffunterversorgung und komme in einen Kreislauf rein, aus dem ich oft alleine nicht mehr rauskomme. Ja? Und deswegen, wo setze ich jetzt an? Ich setze ganz oben an bei der Ernährung. Und da ist es wichtig, dass wir viele Mineralstoffe und Frischkostelemente aufnehmen. Und das ist der Beginn von vielen, wo die sagen, dafür habe ich aber gar keine Zeit. Denn ich muss ja kauen, ne, beim Obstsalat oder beim Salat. Das dauert zu lange, die Mittagspause ist so kurz und so weiter und so fort. Und da fängt das Dilemma an, dass wir zu wenig Frischkost nehmen, zu wenig trinken, dass wir immer nur zwischendurch mal kurz einen Happen nehmen. Und dadurch kommen auch grundsätzlich schon viel zu wenig Mineralstoffe rein und Nährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die unser Körper aber täglich auch braucht. Denn die werden ja dann auch in die Faszien sozusagen weitergeleitet über das Blut und dadurch bleiben Faszien elastisch. Ja? Das heißt, der erste Aspekt, den ihr beachten müsst, ist Zeit. Sich Zeit zu nehmen für die Ernährung, damit das wirklich auch ankommt. Denn Training allein, nur Faszientraining, reicht oft nicht aus. Wir müssen gucken, dass wir nicht über die Ernährung noch weitere Stressfaktoren sozusagen bewirken, in dem Sinne, dass der Körper das nicht abbaut und noch zusätzlich anlagert, unabhängig oder zusätzlich zum Bewegungsmangel. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was ich vorhin schon sagte, dauerhafter Stress, wo die meisten heute ja auch drin sind sozusagen, man hechtet von einem Termin zum nächsten, dauerhafter Stress verursacht auch dauerhafte Verspannung in den Faszien, in den Muskeln und schüttet auch Stresshormone aus, die zusätzlich nochmal zur Anspannung führen. Ja? Das heißt, ihr seht, wir sind Meister darin, uns richtig schön zu verkrampfen und das wiederum hat auch eine Wirkung auf das Psychische, beziehungsweise auch umgekehrt. Je verkrampfter wir in der Psyche sind, desto verkrampfter ist auch unsere Muskulatur. Ja? Das heißt, auch da Entschleunigung und dafür haben wir gerade im Moment wahnsinnig viel Zeit, also viele von uns, nutzt es mal zu schauen, wo kann ich mich im Alltag entschleunigen. Denn dieses Thema Rückenverspannung, Schulterschmerzen, Gelenkprobleme, Kopfschmerzen, das ist schon fast wie eine kleine Volksseuche. Ja? Und von jung bis alt klagen viele über diese Probleme und ihr wisst, wenn ihr selber betroffen seid, wie anstrengend das ist, mit Kopfschmerzen den Tag zu starten und den ganzen Tag mit Kopfschmerzen zu arbeiten. Das ist wahnsinnig anstrengend und diesen Kreislauf könnt ihr unterbrechen, wenn ihr euch ein bisschen mehr Zeit nehmt. Worauf solltet ihr bei der Ernährung achten? Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr ungesunde Lebensmittel wie zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Alkohol, was man ja gerade gerne zu sich nimmt, wenn man keine Zeit hat, weil das geht schnell. Es schmeckt, ja, es geht schnell, man ist satt, Ernährung abgeschlossen. Aber langfristig kann der Körper mit vielen Stoffen und Substanzen nichts anfangen. Das heißt nicht, dass man nie nascht, dass man nie auch mal eine Pizza isst. Ja? Aber wenn das Überhand nimmt, und das tut es bei vielen, das höre ich in den Coachings, dass sie sagen, ja, vor 2 Wochen, da habe ich mal einen Apfel gegessen. Ja? Oder Salat, ja, da müssen viele erstmal überlegen, wann habe ich denn zuletzt einen frischen Salat gegessen? Und das brauchen die Faszien. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Flüssigkeit in den Lebensmitteln, weil davon leben die Faszien. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist das Thema Übersäuerung auch da. Wenn ich permanent im Stress bin, wenn ich permanent angespannt bin, entsteht Säure, sowohl durch die Muskeln, die Muskelsäure, als auch durch die falschen Lebensmittel, die ich reintue. In der Endverdauung entstehen entweder Säuren oder Basen. Das ist reine Biochemie. Und wenn die Säureproduktion überhand nimmt, dann verhärtet das die Muskeln. Und Säuren müssen immer wieder ausgeglichen werden durch Basen. Und diese Basenbildner nimmt der Körper gerne aus seinen Sehnen, Muskeln und Venen. Das heißt, wenn ich permanent über die Jahre rausnehme, werden Sehnen, Venen, Arterien porös. Und deswegen haben ganz, ganz viele Menschen heutzutage das Phänomen, die gehen einmal in die Hocke oder sie sind bei der Gartenarbeit und irgendeine Sehne reißt. Einfach so, ohne große sportliche Anstrengung. Warum? Weil die Sehnen porös sind.
es heilt wieder. Aber die Frage ist ja, wie kann das sein, dass eine Sehne reißt, ohne dass man sich großartig verletzt hat? Das zeigt einfach nur die Porosität. Und auch das wieder kann man zurückführen eben auf den mangelnden Mineralstoffgehalt bzw. die Mangelversorgung mit Nährstoffen, weil die Faszien zu fest sind und die Nährstoffe auch gar nicht mehr vom Blut da durchpassen. Es gibt so eine negative Rückkopplung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Gesamtzusammenhang verstehen. Es geht gar nicht mehr um die einzelnen Ernährungsbestandteile. Was esse ich jetzt im Einzelnen? Da werde ich nächste Woche auch nochmal gezielt darauf nehmen, welche Bausteine brauche ich eigentlich gezielt in Form von welchen Mineralstoffen unterstützen den Faszienhaushalt besonders. Heute machen wir erstmal so einen allgemeinen Überblick, dass ihr einmal seht, aha, so hängt das alles miteinander zusammen. Das ist das Netz, was mich sozusagen beeinflusst und wo ich wirklich auch mir Zeit nehmen muss, um dieses Netz zu umsorgen und mich fürsorglich darum zu kümmern, dass dieses Netz immer schön funktioniert. Ja? Das saure Milieu, was im Körper anhält über die Jahre, sind mal Langzeitprozesse, bewirkt, dass ich mit der Zeit auch immer steifer werde. Viele sagen, verstehe das gar nicht, wenn ich morgens aufstehen will, dann komme ich gar nicht hoch. Ich brauche erstmal eine Weile, um überhaupt in Schwung zu kommen. Es tun die Füße weh. Ja? Das ist ein ganz großes Phänomen, dass die Hacken weh tun. Warum? Weil viele Stoffe oder viele Faszien in den Hacken sehr, sehr fest werden. Und dadurch hat man morgens Probleme aufzustehen. Ja? Das gibt sich mit der Zeit, wenn man sich bewegt. Wie ich vorhin sagte, durch Muskeltätigkeit wird das Ganze geschmeidiger. Deswegen soll man sich ja auch bewegen. Und der Schmerz geht weg. Aber nach einer Nachtruhe von 8-9 Stunden, wenn man kann, oder auch schon nach 5-6 Stunden, merkt man, es wird alles kalt und dadurch hat man Probleme, wenn man morgens aufsteht, aufzutreten. Ja? Das liegt daran, weil dort Ablagerungen sitzen. Warum dort unten? Immer weg vom Herzen und weg vom Gehirn. Ja? Ab in die Extremitäten oder was viele auch haben, in den Händen. Dass sie sagen, oh, diese Morgensteifigkeit in den Händen, das tut richtig weh. Ja? Was kann man machen? Kommen wir gleich drauf zu. Ganz wichtig, dass ich verstehe, wie wichtig das ist, dass ich das selbst in der Hand habe. Und zwar nicht nur, ich mache das jetzt mal 2 Wochen, sondern Ernährung ist ein Langzeitprojekt. Das mache ich nämlich jeden Tag. Ja? Und wir dürfen, wie gesagt, auch mal was Leckeres essen, das ist überhaupt kein Problem. Aber es darf nicht zu viel sein. Es muss so sein, dass wir ein harmonisches Gleichgewicht haben von Essen, von Schlafen, von Entspannung, von Ausscheidung und von Nährstoffaufnahme. Und wenn ihr versucht, dieses Gleichgewicht zu praktizieren, dann werdet ihr merken, dass ihr nach 1-2 Wochen schon wesentlich fitter und vitaler wird, denn die Regenerationskräfte des Körpers sind unwahrscheinlich erstaunlich. Ich habe so viele Berichte, selbst von Menschen mit Arthrose, die nach einer Woche, wo sie mal darauf achten, ein bisschen vernünftig zu essen, sich Zeit zu nehmen, sich irgendwie ein bisschen mehr um sich zu kümmern, die nach einer Woche schon sagen, Arthrose-Schmerzen werden besser. Ohne Tabletten. Und das ist toll, das ist eine ganz tolle Motivation. Es freut mich immer, wenn ich solche Berichte bekomme. Deswegen gebe ich auch das an euch gerne weiter. Fangt einfach mal an. Denkt nicht, das hat sowieso keinen Zweck. Macht einfach mal. Ja? Und zwar, was sollt ihr machen? Das ist ganz wichtig. An erster Stelle Wasser. Und ihr seht, Wasser ist wirklich ein Allheilmittel. 1,5 bis 2 Liter Wasser. Wir hatten gerade noch die Frage, ich trinke jeden Tag 3 Liter Wasser. Kann man auch zu viel trinken? Ja, kann man. Man muss aber gucken, macht man viel Sport, dann sind 3 Liter okay, weil man verbraucht ja auch viel mehr. Für einen normalen Alltag, wo man viel sitzt, reichen 1,5 bis 2 Liter Wasser völlig aus, denn die Nieren müssen ja permanent auch filtern und filtern und filtern und auch Nieren können erschöpfen. Deswegen, das ist so ein Richtwert, wenn ihr so auf 1,5 bis 2 Liter kommt, ist das schon mal prima. Dazu kommt ja meistens auch noch mal ein bisschen Tee oder ein Saft, eine Schorle oder auch mal ein bisschen Kaffee. Ja? Das heißt, ihr kommt dann auf eine gute Flüssigkeitsmenge. Nur ganz wichtig, nicht alles auf einmal trinken, weil ihr vergessen habt, den ganzen Tag zu trinken. Das ist dann für den Körper auch nicht gesund, dass man, sag ich mal, abends alles nachholt. Der Körper braucht schon über den Tag verteilt Flüssigkeit. Ja? Dann eine ausgewogene, basenüberschüssige Ernährung. Das heißt, auch da merkt ihr, immer wieder kommt das Thema Frischkost. Ja? Salate, Obst,
wirklich auch selbst zubereitet. Nicht alles schon fertig geschnibbelt in einer Plastiktüte. Das hat nicht mehr so viel Vitalstoff, als wenn ihr es frisch aufschneidet. Ihr seht, wir kommen um das Thema, sich Zeit nehmen für seinen Körper, für seine Gesundheit, nicht herum. Deswegen fangt einfach an, jetzt habt ihr die Zeit, denn neue Gewohnheiten bilden sich innerhalb einer Zeit von ungefähr 4 Wochen. Das heißt, wenn ihr die Zeit jetzt nutzt, habt ihr eine gute Chance, dass wenn wir nachher wieder in den normalen Alltag gehen, dass ihr bestimmte Gewohnheiten aufgebaut habt und dann habt ihr gar keine Lust mehr, wieder in diesen Stressmodus überzuwechseln. Denn ihr habt gespürt, wie gut euch das tut, in Ruhe zu essen, regelmäßig zu essen und es schmeckt auch viel besser, wenn man sich selber was zubereitet. Ja? Und natürlich tägliche Bewegung und frische Luft, was ich vorhin schon sagte, für die ganzen Schreibtischtäter. Zwischendurch mal aufstehen, bewegen, mal die Arme kreisen, Kopf kreisen, vielleicht in der Mittagspause mal rausgehen, wenn es geht, ein bisschen frische Luft schnappen. Ja? Und auch wirklich darauf achten, dass ihr eure Pause irgendwie hinbekommt. Das ist ganz wichtig, den Arbeitsalltag auch mal zu unterbrechen. Denn wir haben ja vorhin gehört, Stress bewirkt auch eine totale Verkrampfung. Und Stress habe ich dann, wenn ich weiß, ich habe Hunger, aber ich kann jetzt nicht essen. Das ist auch Stress. Ja? Und ganz wichtig auch unsere Meridian-Faszienkurse, die wir haben, im Moment jetzt im At-Home-Modus, ja? Auch die anzuwenden. Die Übung könnt ihr dann auch weiterhin alleine machen, dass ihr einfach so ein bisschen in Bewegung bleibt. Denn jetzt ist gerade eine Zeit, wo viele sich viel, viel weniger bewegen als sonst im Alltag und wirklich darauf achten, dass ihr eine gewisse Tagesstruktur beibehaltet und euch nicht komplett gehen lasst und sagt, ach, ich habe jetzt viel Zeit, ne? Jetzt lasse ich das mal richtig krachen. Versucht auch so ein bisschen Struktur beizubehalten. Ja? Und ganz, ganz wichtig, Entspannung, Yoga, Meditation sind gute Maßnahmen, um auch nachher wieder im stressigen Alltag ein gewisses Maß an Gleichgewicht und Ruhe beizubehalten. Denn ihr werdet merken, je ruhiger ihr seid, desto mehr Zeit habt ihr, weil ihr nicht so viel Zeit und Energie verschwendet, weil ihr Sachen zu flusig macht und dann nochmal machen müsst. Man ist einfach entspannter und das Schöne ist, man schläft auch weniger, aber intensiver. Das heißt, auch da gewinnt man Zeit, um das Gesunde, die Ernährung, den Schlaf und so in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen. Also ihr seht, es hat unwahrscheinlich viele Vorteile, wenn man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Und die Faszien werden es euch danken. So, jetzt habe ich noch ein paar Zuschauerfragen. Uwe fragt, wie löst man Verklebungen im Fasziengewebe? Genau, das ist ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Punkt. Man kann natürlich Faszien auch noch in der Tiefe reinigen. Nicht nur im Alltag über die gesunde Ernährung, sondern durch Maßnahmen wie Fasten, Basenfasten. Vortrag Basenfasten kommt in 2 Wochen. Ne? Dass man gewisse Maßnahmen macht, um das Gewebe in der Tiefe zu spülen. Und beim Fasten ist es so, viele von euch kennen das schon, dass man durch Darmspülung nochmal richtig in die Tiefe kommt. Das heißt, wenn man sehr, sehr starke Verklebung schon sich angeeignet hat über die Jahre und merkt einfach, es wird nicht besser, dann kann Fasten eine Möglichkeit sein, nochmal in der Tiefe die Gewebe zu reinigen. Es gibt die Kolonhydrotherapie, man kann die Fastenkur selber zu Hause machen oder was ich ja auch seit Jahren für euch anbiete, sind unsere Fastenreisen in Kooperation mit Meridian Spa und Fitness, die wir im Frühjahr und im Herbst immer anbieten. Ich hoffe, die nächste startet dann wieder zum Herbst. Und somit kann man Faszien lösen, dann haben wir die Faszienkurse, die Faszienrolle und ganz, ganz wichtig, viel, viel trinken. Dadurch, dass man viel, viel trinkt, auch frische Kräutertees trinkt, kann man schon mal vorab ganz, ganz viel im Gewebe spülen und ablösen. Und man merkt auch, dass die Faszien dann weicher werden. Frank fragt, ich bin Marathonläufer und bekomme oft Krämpfe beim Laufen. Liegt das an verklebten Faszien? Ja. Natürlich auch oft am Mineralstoffmangel. Wenn man sehr viel trainiert, muss man darauf achten, dass der Elektrolythaushalt auch regelmäßig aufgebaut wird, denn man verbrennt sehr viel, man hat durch diese extreme sportliche Leistung auch sehr viel Muskelsäure, die entsteht und Säure, wissen wir, muss immer neutralisiert werden und wenn man zu wenig Elektrolyte von außen aufnimmt, dann greift der Körper sich die basischen Elemente aus den Muskeln und Sehnen im Beinbereich. Deswegen krampft es dort oft und wenn dann die Faszien auch noch verklebt sind, das ist dann doppelt schlimm, tut das auch richtig weh, weil die Muskeln mit den Faszien total verklebt sind. Und wenn ich dann so lange Strecken laufe,
ist es natürlich wahnsinnig anstrengend für den Körper, dieses Pensum aufrechtzuerhalten, und dadurch krampft es ganz oft. Auch das kann man eben über die Ernährungsumstellung, mehr Wasser, mehr Elektrolyte beeinflussen. Wer spezielle Fragen hat, kann mir gerne auch nochmal schreiben. Das sind jetzt erstmal so ganz allgemeine Empfehlungen. Von daher schreibt mir gerne, wenn ihr auch bestimmte Probleme habt, die ich heute nicht ansprechen konnte. Dann können wir das im direkten Dialog nochmal klären. Letzte Frage von Katja. Ich habe einen Faszienkurs gemacht, aber nach zweimal habe ich abgebrochen, weil mir das so weh tat. Ja? Und ich einfach gesagt habe, das ist nichts für mich. Und das ist genau das, was ich meinte, wenn die Faszien sehr, sehr verklebt sind, das tut höllisch weh. Ja? Aber dann nicht mit Gewalt, sondern versuchen 5-6 Minuten und sich langsam steigern und nicht eine Stunde versuchen durchzuhalten, das ist dann wirklich auch zu viel. Und teilweise gibt es auch wirklich blaue Flecken, weil die Faszien sind so fest, dass man das ganze Gewebe eher zerquetscht. Also immer alles in Maßen und nicht mit Gewalt durchbrechen. Ja? Und versuchen dann über die Ernährung die Faszien von innen her zu lösen. Ja, zum Schluss noch ein paar allgemeine Informationen. Der nächste Vortrag, nächste Woche Dienstag, 14.04. wird sein um 15.45 Uhr Ernährung und Faszientraining. Und der zweite Vortrag direkt im Anschluss Ernährung und Yoga, 16.15 Uhr. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir bitte unter gesundessen@marienspa.de. Und wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die ihr gerne mal hören möchtet, schreibt mir auch. Ich bin da sehr flexibel und versuche die Themen auch auf euch zuzuschneiden. Wir haben eine Meridian Ernährungsgruppe auf Facebook, da dürft ihr euch gerne auch anmelden. Und da gibt es weiterhin auch Tipps, Rezepte und alles, wenn ihr die Vorträge nicht sehen könnt, was zum Thema Ernährung dazugehört, und ganz viele Tipps von mir. Die Rezepte, die ich veranschlage, findet ihr jetzt auch auf unserer Meridian Spa und Fitness Homepage. Und dort haben wir auch ein paar leckere Osterrezepte für euch aufgenommen, damit ihr über Ostern auch euch ein bisschen verwöhnen könnt, euch das ein bisschen schön machen könnt. Bestellungen für Solebäder gab es bislang nicht. Wir hatten die Produkte immer in der Rezeption. Wenn ihr Produkte haben möchtet, nachkaufen möchtet, schreibt uns auch an die E-Mail-Adresse gesundessen@marienspa.de. Wir leiten die Bestellung weiter direkt an Jens Schura und die schicken euch das nach Hause, sodass ihr auch weiterhin basisch baden könnt. Ja, das war's leider schon wieder. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ganz großes Danke an die Technik, die das hier alles möglich macht. Und in dem Sinne wünsche ich euch schöne Ostertage. Genießt es. Ihr dürft mir gerne auch berichten, welche Tipps euch besonders gut gefallen haben, welche Rezepte euch geschmeckt haben. Wenn ihr Probleme habt und sagt, das kommt bei mir aber gar nicht hin, kann ich das auch irgendwie anders machen, schreibt mich an. Und gemeinsam gehen wir den Weg wieder in die optimale, fröhliche Gesundheit, sage ich immer. Denn Gesundheit soll Freude machen, Gesundheit soll Spaß machen und Essen soll auch Spaß machen. Ja? In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, und wünsche euch ganz, ganz tolle Feiertage.